Es gibt ja immer wieder Spin-offs von Unternehmen. Das heißt, Unternehmen, die bereits an der Börse sind, gliedern einen Teil ihres Geschäfts aus. Zum Beispiel Viatris, die habe ich ja im Portfolio, die sind von Pfizer ausgegliedert worden. Und heute möchte ich euch mal ein anderes Spin-off vorstellen. Das kommt von IBM. Herzlich willkommen bei Value Investing 2050. Heute schauen wir uns den Spin-off Kyndryl an. Wie schon erwähnt, von IBM. Das ist passiert im November 2021, der Spin-off, also noch nicht lang her, für 28,50 $. Jetzt der Kurs 16 US-Dollar, hat sich also halbiert. Die Firma Kyndryl, die machen IT-Infrastructure, beziehungsweise sie haben 90.000 Mitarbeiter und beraten dort Firmen, entwickeln mit ihnen die Infrastruktur, suchen Cloud-Anbieter aus. Solche Sachen machen die. Die sind jetzt also, wie schon erwähnt, von der Börse abgestraft worden. Und ich finde, das ist ein interessantes Spin-off, was ich euch jetzt einfach mal gern vorstellen möchte. Ich denke, es ist ganz interessant. Ich versuche natürlich wieder nicht zu lange zu brauchen. Also, bei Spin-offs ist ja generell das Problem, es gibt noch keine richtig verlässlichen Finanzzahlen, weil noch Kosten einfach überall mit drin stecken für das Spin-off an sich. Es muss sich erst neu gefunden werden. Die Frage ist, ob Kunden wegfallen, wie neue Kunden dazukommen. Diese ganzen Themen halten viele Investoren davon ab, hier ein Spin-off zu machen. IBM hat übrigens noch 20% der Aktie und will die jetzt in nächster Zeit auch verkaufen. Was auch so ist, dass natürlich die IBM-Aktionäre, die jetzt hier Kyndryl bekommen haben, Kyndryl zahlt keine Dividende, haben natürlich viele gesagt, und das war bei Viatris damals ähnlich, was soll ich damit, ich verkaufe das. Das, denke ich, ist ein Grund, warum der Kurs hier gefallen ist. Ich möchte euch jetzt einfach mal hier noch ein paar Fakten dazu vorgeben, beziehungsweise sagen, hier ein Artikel dazu vom CFO von Kyndryl, was der also so gesagt hat. Da die zu IBM gehört haben, waren die natürlich begrenzt und mussten gewisse Hard- und Software einsetzen, die IBM bezogen sind. Jetzt können sie frei am Markt agieren. Was machen die also? Provides Tech Services that helps large business manage their infrastructure operations. Hier können wir auch nochmal das Logo sehen. Das ist hier vom IPO. Und der CFO sagt, what we do is design, build, manage and modernize mission critical tech systems. Die sagen selber, dass der Gesamtmarkt bei 500 Milliarden im Jahr 2024 liegen wird. Obwohl hier Kyndryl jetzt der größte Anbieter ist, der größte Einzelanbieter, haben sie einen Umsatz von 19 Milliarden. Also hier kann man immer nicht so viel drauf geben auf die gesamte Marktgröße. Er sagt weiter, der CFO, we were primarily a provider of services centered around IBM Hardware and Software. Now we are operating with a broader range of partners. Das ist das, was ich also hier schon dazu gesagt habe. Bei IBM übrigens sieht es so aus, die zahlen eine Dividende von fast 5%, haben jetzt ungefähr ein KGV von 13. Und was ich hier jetzt nochmal aufgerufen bzw. nachgeschaut habe, ist die Schuldensituation. Da sieht es bei Kyndryl nicht so schlecht aus. IBM hat Total Liabilities von 113 Milliarden, darunter langfristige Schulden von 45 Milliarden. Da wird jetzt gesagt, im Sinne auch einer möglichen Zinserhöhung und höherer Fremdkapitalkosten, dass das für IBM natürlich ein Problem werden kann in nächster Zeit. Hier bei Monthly Fool ist auch ein Artikel, wo es darum geht, Better Buy IBM oder Kyndryl. Dort ist es so, dass am Ende gesagt wird, Kyndryl ist wahrscheinlich im Moment nicht der bessere Kauf, sondern dass eben hier IBM unter anderem wegen der Dividenden und jetzt einem klaren Plan für die Zukunft dort der bessere Kauf ist. Jetzt würde ich euch hier mal noch was zeigen, vielleicht aus der Unternehmenspräsentation. Es gibt hier also eine Investors Presentation. Da habe ich mir wie immer ein bisschen was markiert, um hier nicht jede Folie anzuschauen. Das ist vom Oktober 2021. Da gehen sie natürlich auch noch mal ein bisschen auf das Spin-off ein. Also die Services, vielleicht hier nochmal im Einzelnen genannt, Cloud, Core Enterprise und Z-Cloud, Digital Workplace, also die gehen wirklich mit den Unternehmen zusammen, das können wir gleich nochmal sehen, einen sehr langen Weg, um dort die komplette IT-Infrastruktur aufzubauen, zu verbessern, alles Mögliche dort zu machen. Sie haben 75% der Fortune 100
Unternehmen, die dort drin sind, haben sie selbst als Kunden über 4.000 global, sind wie erwähnt eben hier der größte Anbieter überhaupt mit 90.000 Mitarbeitern. Ich habe einfach mal schnell ausgerechnet, bei 19 Milliarden Jahresumsatz ist das also ein Umsatz von 200.000 US-Dollar pro Mitarbeiter. Hier schreiben sie auch nochmal 25.000 SAP und Oracle Systems managed. Das sind also so die Themen, die sie machen. Wie gesagt, ich möchte euch jetzt hier nicht alles zeigen. Hier gehen sie nochmal darauf ein, dass sich eigentlich ihr Markt verdoppelt, eben durch die Abspaltung jetzt von IBM. Wobei wir ja sehen, wenn wir jetzt sagen, 19 Milliarden Jahresumsatz zu den 240 Milliarden, haben sie also jetzt theoretisch nicht mal 10% Marktanteil, sind aber wie erwähnt der größte Anbieter. Hier ist das nochmal sichtbar, wie sie sich das vorstellen, dass dann jetzt erstmal eigentlich ab sofort ein verfügbarer Markt von 415 Milliarden ist und das New Markets Available to Independent Kindred. Und dann rechnen sie mit einem 7% jährlichen Wachstum bis 2024. Das ist aber jetzt für mich eine Sache, die ich jetzt hier nicht 100% nachvollziehen kann, wie das gehen soll. Hier können wir nochmal selbst von Ihnen aufgestellt die Liste sehen. Sie sind die Nummer 1 vom Umsatz her. Hier kommt zum Beispiel Atos auf Platz 3. Da habe ich auch eine Aktienanalyse dazu gemacht. Und dann kommt hier auch viel indische Konkurrenz. Und vielleicht können wir jetzt mal kurz hier zu Atos springen. Die sind nämlich auch richtig schlecht gelaufen vom Kurs, haben jetzt ein KGV hier Forward von 36, zahlen noch ein bisschen Dividende. Der Kurs aber bei minus 53% im letzten Jahr. Und hier auf Platz 2 von der Liste, DXC Technology Company, die haben immerhin jetzt ein KGV von 8. Also das sieht gut aus, ein Forward-KGV von 8. Sind aber vom Kurs hier auch ein bisschen so im Nirgendwo quasi unterwegs. Hier aber auch grüne Meinungen, also vielleicht lohnt es sich hier auch nochmal den Konkurrent anzuschauen. Wir sind aber jetzt hier erstmal bei Kindred. Okay, schauen wir weiter in der Präsentation, was ich noch für euch markiert habe. Hier haben Sie mal ein Beispiel anonymisiert: Major Bank in Europe, 10-Year Relationship 2011, hier angefangen mit Partnership to Manage the IT Estate. Und dann heute 2021 das Thema Cloud, was hier einfach rauskommt. Sie haben natürlich dann, und das ist ja gut fürs Geschäft, langfristige Kundenbeziehungen. Wenn der Kunde zufrieden ist, dann gibt es natürlich wenig Gründe, hier den Anbieter zu wechseln, weil das natürlich bei IT immer ein sehr großes Risiko ist, wenn da irgendwas ausfällt oder es irgendwelche Migrationsprobleme gibt oder andere Sachen, wo die Systeme nicht kommunizieren können, ist natürlich dann Katastrophe. Sie schreiben jetzt hier selber, Sie haben eine hohe Liquidität verfügbar. Die ersten Rückzahlungen der langfristigen Schulden sind 2024. Und dann hier bei dem Cashflow, das ist ein bisschen schwierig. Sie schreiben jetzt Average Annual Cashflow from Operations von 18 bis 2020 waren 0,8 Milliarden. Das ist aber auch das, was Sie jetzt ungefähr als Free Cashflow, Entschuldigung, als CapEx haben. Ich hatte hier noch geschrieben CapEx Fragezeichen. Kommt gleich nochmal dazu. Von den Bereichen sieht es eigentlich gut aus, sind wirklich weltweit unterwegs, in Asia Pacific noch unterbesetzt, aber viel Amerika, Europa, Japan und vom Sektor hier die Hälfte Financial und Services. Und hier schreiben sie nochmal, Capital Expenditures are less than depreciation expenses as we become asset light over time. Da musste ich erstmal nachdenken, was das heißt. Wir sehen das ja hier. Sie rechnen also vom normalen Netto Net Income oder in dem Fall pro forma adjusted pre-tax income, also noch vor Steuer, zum adjusted free cashflow. Adjusted heißt ja immer angepasst. Das heißt, da kann man erstmal alles rein und rausrechnen, wie man lustig ist. Ist immer also sehr gefährlich. Und man sieht einfach hier, die Abschreibung ist bei 1,4 Milliarden und CapEx 0,9 Milliarden. Und sie sagen, das ist eigentlich gut bekommen, weil sie asset light werden nach overtime, mit der Zeit. Was heißt das? Die Abschreibungen sind höher als die Reinvestition in die Assets. Und das heißt natürlich, wenn man das weiterdenkt, dass eigentlich am Ende, und das meinen Sie hier mit Asset Lights, dort die Assets immer weiter abgeschrieben werden in der Bilanz, der CapEx das auch gar nicht mehr ersetzt. Und ob das jetzt wirklich eine gute Sache ist und warum Sie das hier schreiben, ist jetzt für mich auch nicht ganz so sichtlich. Also Sie sagen, Sie haben einen Adjusted Free Cashflow von
800 Millionen, das wäre natürlich sehr gut. Wir haben hier eine Market Cap von 3,6 Milliarden. Mit einem wirklichen Free Cashflow von 800 Millionen wäre das natürlich sehr, sehr gut. Und wenn man davon ausgeht, dass das so bleibt, wäre das hier ein starker Kauf. Ich zweifle das aber ein bisschen an, denn wir haben ja jetzt hier schon gesehen, ich gehe nochmal zurück, also dass sie in den Jahren vor dem Spin-off hier 0,8 Milliarden Annual Cashflow vom Operations haben und ein paar Folien weiter schreiben sie dann hier, dass für 2020 und für 2021 als expected auch jeweils 0,8 bis 0,9 Milliarden CapEx angenommen werden. Das ergibt operativer Cashflow minus CapEx ist Free Cashflow. Das ergibt dann eigentlich ein Free Cashflow von 0. Deswegen ist das hier für mich ein bisschen seltsam, wie sie das hier über die Folien an verschiedenen Stellen für mich nicht ganz nachvollziehbar immer sich ein bisschen hier aus meiner Sicht schön rechnen, weil ich komme hier auf ganz andere Werte. Das ist ein bisschen, ja, finde ich nicht so gut gelöst. Hier nochmal was Wichtiges zur Capital Allocation. Also, sie wollen Reinvesting ins Business machen, das ist gut. Cashflow expected to be used for business model strengthening and net debt reduction, das ist auch gut. Ins Businessmodell investieren, Schulden reduzieren. Sie schreiben hier auch ganz klar, und das finde ich gut, dass sie es zumindest klar kommunizieren, es wird erstmal keine Dividende geben. In nächster Zeit gehe ich mal von aus, dass es mindestens 1 bis 2 Jahre sind, was sie hier in Betracht ziehen. Und hier kommt noch was. Und zwar für 2020 pro forma adjusted pre-tax income quasi eine schwarze Null. Also selbst beim adjusted pre-tax kommen sie hier nicht auf Gewinn, nicht in die Gewinnzone. Und hier für 2020 nochmal Cashflow from Operations 628 Millionen. Ich schaue ja immer sehr auf den Cashflow, deswegen ist das hier ein bisschen ausführlicher. Der CapEx 953, das ist die Zahl, die man weiter oben schon gesehen hat in den Folien. Und damit kommen wir eigentlich auf einen Free Cashflow von minus 300 Millionen. Aber sie rechnen sich aus dem Operativen hier den Cashflow from Operations adjusted. Und hier sind verschiedene Anpassungen drin. Für mich war jetzt nicht 100% nachvollziehbar, ob die wirklich alle mit dem Spin-off zu tun haben. Ich gehe davon aus, dass das nicht so ist. Zum Beispiel hier der größte Posten, den sie sich draufrechnen. Non-Operating Adjustments ist die 1. Das lese ich euch mal vor, weil das so klein ist. Non-Operating Adjustments remove the gap impact of workforce rebalancing charges, additional future growth investments and depreciation expense associated with the pro forma adjustments. Also ich habe schon ein paar Geschäftsberichte gelesen, aber da muss ich sagen, das versteht keiner, was hier gemacht wird. Wenn es jemand erklären kann, gerne in den Kommentaren. Aber für mich ist das hier die Free Cashflow-Rechnung schon dubios. Dann geben Sie hier weiter Angaben an, die für mich nicht zum letzten Quartalsbericht passen. Sie sagen, Sie haben Cash 2 Milliarden, Schulden 3,2 und damit Net Debt von 1,2 Milliarden. Wir werden dann aber sehen, nochmal, dass das ein bisschen anders aussieht, aber nicht hoch dramatisch. Okay, haben wir uns das jetzt auch mal angeschaut? Jetzt muss ich mal sehen, wo ich bin. Jetzt bin ich beim CEO Martin Schröter. Der kommt von IBM. Wir können das hier mal auf LinkedIn sehen. Der ist jetzt hier ein Jahr bei Kyndryl und war vorher 12 Jahre bei IBM, hat dort verschiedene Sachen gemacht. Ob das jetzt gut ist oder ob das jetzt schlecht ist, das ist natürlich die Frage. Meistens denke ich mir, jemand aus der Branche, aber von einer anderen Firma, würde nochmal frischen Wind reinbringen. Jetzt hier die ganze Zeit bei IBM gewesen, jetzt in der Ausgliederung. Ob das dann wirklich gut ist, weiß ich nicht. Ich würde es jetzt nicht als Vorteil bewerten. Kyndryl hat in letzter Zeit einfach hier auch viele Partnerschaften oder ist viele Partnerschaften eingegangen mit Microsoft, mit Amazon Web Services, mit der Google Cloud. Das ist natürlich jetzt ihr Vorteil. Sie sind unabhängig von IBM, müssen die IBM nicht Cloud nicht nutzen, die übrigens nur 5% Weltmarktanteil hat. Und wenn wir hier mal schauen, einfach gucke ich immer mal gern, bei den Stellenausschreibungen sind über 6.000 Stellen aktuell ausgeschrieben. Brauchen wir jetzt nicht gucken, was das hier ist. Natürlich alles IT-lastig, SAP-lastig und so weiter. Ich will euch jetzt nicht hier quälen noch mit vielen Berichten, aber ich würde hier schon gern nochmal jetzt in den letzten Quartalsbericht schauen, weil ich dort nochmal zum Cashflow möchte.
Beziehungsweise zu den Angaben, also zum 30. September 2021 zum Thema Verschuldung. Current Assets 3,9 Milliarden, Current Liabilities 3,7, Working Capital, nicht viel vorhanden, ist aber nicht schlimm, und Total Liabilities 6,6 Milliarden. Das heißt, die langfristigen Schulden sind hier etwas höher als vor uns angegeben, ist aber nicht schlimm. Am Ende ist die Bilanz hier solide. Das Eigenkapital hier liegt bei 5,5 Milliarden. Also da, von daher sieht das hier nicht so schlecht aus, passt aber nicht 100% für mich zur Präsentation. Und hier können wir jetzt nochmal das Thema Cashflow sehen. Da sind die ersten 9 Monate 2021 Net Cash provided by Operating Activities negativ. Minus 725 Millionen, CapEx 600 Millionen, also stark negativer Free Cashflow, wobei, wie schon erwähnt, hier eben Kosten mit drin sind für das Spin-Off. Das haben sie hier an einer Stelle nochmal ausgewiesen, Spin-Off-Related Charges, und da sind hier angefallen in den ersten 9 Monaten 505 Millionen. Ob das jetzt wirklich alles ist, ob woanders noch Sachen versteckt sind, wobei sie haben eigentlich keinen Vorteil, wenn sie das verstecken, natürlich ist es besser, wenn sie es ausweisen, aber das ist nicht hier 100% ersichtlich. Das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum die Aktie aktuell weder von Kleinanlegern noch von großen Anlegern hier groß gefragt ist. Das ist aber natürlich hier auch eine mögliche Chance. Und was ich nochmal zeigen will, sind die Signings. Da muss ich auch sagen, habe ich jetzt hier nicht 100% verstanden, sind das quasi die neu abgeschlossenen Verträge, weil das passt hier mit beiden Tabellen nicht zusammen. Was hier auf jeden Fall rauskommt, dass im Vorjahresvergleich zu 2020 das hier um 25% zurückgegangen ist. Entweder weil jetzt die Kunden erstmal unsicher sind, ob sie dort weiter ihren Vertrag verlängern wollen oder ob das eben alles neue Unterschriften sind, wo sie jetzt schon mit 25% weniger natürlich ein Problem haben in Zukunft, wenn das so weitergeht, dass sie hier weniger Verträge abschließen können. Das würde nämlich am Ende Marktanteil und Umsatz kosten, obwohl sie sich ja genau das Gegenteil vorgenommen haben. Was immer wichtig ist für mich, wenn es Richtung Consulting geht, dann ist es ja hier so, wie attraktiv ist der Arbeitgeber. Sie haben 90.000 Mitarbeiter, sie brauchen neue Mitarbeiter, die Mitarbeiter müssen motiviert sein. Das sieht ganz gut aus bei Kyntryl Deutschland GmbH im Kununu-Score hier 4,2, 82% Weiterempfehlung. Hab mal ein bisschen durchgelesen, natürlich ist mal eine negative Meinung dabei, aber das sah hier nicht schlecht aus. Also da muss ich sagen, das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt. Warum die Spin-Offs attraktiv sind, habe ich ja schon versucht ein bisschen zu erklären, weil natürlich die Aktie unbeliebt ist und sich aber über 1, 2, 3 Jahre dort wirklich sehr gute Kursverläufe entwickeln können. Computerwoche schreibt hier sogar, wer kauft Kyntryl, gehen davon aus, dass es ein Übernahmekandidat ist. Allerdings muss ich ehrlich sagen, bei den potenziellen Käufern, wenn wir zum Beispiel Atos nehmen und eben sehen, wie hier sich die Aktie entwickelt hat, wie die auch finanziell dastehen, gehe ich nicht davon aus, dass die jetzt noch Lust haben, so eine Übernahme zu schultern. Wenn, dann wäre es fast eher andersrum. Aber das ist ein anderes Thema. Ich würde jetzt hier nicht von einer Übernahme ausgehen. Hier gibt es nochmal einen sehr schönen Artikel auf Seeking Alpha. Da würde ich nochmal ein bisschen durchgehen. Da kommen jetzt einige Punkte, die wir schon gehört und gesehen haben. Einfach nochmal als kleine Zusammenfassung. Ich habe jetzt hier keine Aktienbewertung gemacht, weil, wie gesagt, ich ein bisschen noch Probleme habe mit diesen Zahlen, vor allem mit dem Cashflow, mit dem Ergebnis, mit den ganzen Adjustments. Bringt aus meiner Sicht nichts, hier die Excel-Bewertung zu machen. Deswegen würde ich hier einfach nochmal ein bisschen was zeigen. Wenn ihr mich unterstützen wollt und das noch nicht getan habt, dann abonniert bitte den Kanal. Wenn wir richtig Gas geben, schaffen wir vielleicht das hochgesteckte Ziel von 5.000 Abonnenten bis Jahresende. Das würde mich sehr freuen. Falls ihr noch mehr tun wollt, könnt ihr auch Mitglied werden. Aber das ist nur optional. Auf jeden Fall bitte abonnieren und für den Kanal werben. Das würde mich sehr freuen. Also wie schon erwähnt, die IBM Cloud hat nur 5% Marktanteil. Zum Beispiel hier Amazon 32% weltweit. Davon ist jetzt Kyntryl losgelöst, die sind ja kein eigener Cloud-Anbieter, die vermitteln dann aber eben hier die Dienste. Das kann also nur gut sein. Und hier nochmal Faktoren, die jetzt für die Aktie, fürs Unternehmen sprechen, und da bin ich nicht ganz, da bin ich meistens dabei. Free of poor management, das kann ich jetzt nicht beurteilen,
Big Increase in Total Available Market, das ist ein Punkt, aber wie schon erwähnt, das sind immer irgendwelche Luftnummernzahlen, denn selbst jetzt von den 240 Milliarden Gesamtmarkt mit den 19 Milliarden Umsatz sind sie unter 10%. Ich denke, das ist ja ein TAM, der für mich immer theoretisch ist, aber das ist ein anderes Thema. Also ich glaube nicht, anders gesagt, dass sich hier Kindreds Umsätze bis 2024 verdoppeln werden, nur weil sich der Total Available Market verdoppelt hat. Aber das werden wir ja sehen. Spin-offs to do well, das ist natürlich so ein Thema. Hier gibt es eine Auswertung, wo zu sehen ist, dass Spin-offs besser performen als die Mutterfirmen. Das ist aber jetzt für mich hier kein Thema. Wenn jemand denkt, dass das wirklich so ist, da gibt es, glaube ich, ETF-Produkte, aber da kauft man jetzt keine einzelne Aktie. Sie sind die größten in ihrem Bereich. Das kann natürlich ein Vorteil sein. Sie arbeiten eigentlich mit fast all Großen zusammen. Was natürlich auch ein Punkt ist, das Steuerthema sowohl bei IBM als auch bei Kyndryl, was jetzt hier eine Rolle gespielt hat für die Verluste. Die IBM-Holders, die Aktie immer noch schrittweise verkaufen, aber das bald vorbei ist, das hat man auch ein bisschen bei Viatris gesehen, schon recht gut entwickelt 2022. Jetzt haben wahrscheinlich alle schon die Aktie verkauft, die sie nicht haben wollen. Hier schreibt er was von Dividende. Wie gesagt, ich sehe das nicht in der Präsentation war das anders, dass in nächster Zeit dort keine Dividende kommen wird. Da würde ich also nicht drauf setzen. Was gut ist, Insider Buying, auch der CEO, hat hier Aktien gekauft. Was stimmt, sie haben die Chance auf Merger und Acquisitions, aber ich denke in dem Marktumfeld, ob sich das dann lohnt. Aber natürlich, wenn wir sehen, wie der Atos-Kurs ist und so zum Beispiel, wie gesagt, ich denke eher, dass Kyndryl jemand übernimmt, als dass sie selbst übernommen werden, weil sie sind ja auch die Nummer 1. Reduced Capital Needs ist auch ein Punkt, also die Bilanz sieht wirklich gut aus. Ich hoffe, das war für euch interessant, jetzt hier mal die Vorstellung von Kyndryl. Für mich ein interessanter Spin-off. Ich überlege, ob ich die in mein Wikifolio reinnehme. Da ist die erste Frage, in welches? Paprai 3650 oder Strong Market und Strong Brand und Market Leader. Bin ich noch nicht sicher, ob ich sie reinnehme, und ich überlege auch, eine Position in meinem eigenen Portfolio zu eröffnen. Darüber habe ich noch nicht entschieden. Ich hoffe, ich habe euch hier mal jetzt eine interessante Aktie vorgestellt. Denkt bitte ans Abonnieren und ich sage bis zum nächsten Mal.